Giftschrank AD, Gold Ahoi und hallo und herzlich willkommen all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einer neuen Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video hier auf Lord Gum Gum Fool The Other Side of Movies. Ja, und heute geht es um den ehemaligen 131er Todesmarsch der Bestien, ein spanischer Western aus dem Jahre 1972, der überaus brutal sein soll und sicherlich auch sehr nihilistisch. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Handlung geworstelt und dieser Film wurde hier 1983 erst indiziert und dann 1991 vom Amtsgericht Köln beschlagnahmt und erst im April diesen Jahres wieder entschlagnahmt und deindiziert. Und dann wurden natürlich ganz schnell einige Mediabooks, auch ein wattiertes, angekündigt. Allerdings bin ich daher ausgegangen, dass das Ganze in der Farbbook-Reihe, ja, in dieser elitären Pride-Book-Reihe rauskommt. Dem war allerdings nicht so gewesen, weil es kommt von Inkit Pictures und Inkit Pictures haben ja auch was mit Mediax zu tun, ja, aber irgendwie, nee, ist da gar nichts gekommen. Da wurde auch in dieser Hinsicht auch keine weiteren Veröffentlichungen angekündigt, weil die Mediabooks die scheinen ziemlich wie Blei in den Regalen liegen zu bleiben und warum soll man da dann dringend was nachschieben? Ja, der Film ist für mich ein absoluter Blindflug. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe einfach bei uns im Müller gestöbert. Ja, natürlich, die Filmabteilung wird immer kleiner. Ja, aber da bin ich dann halt erst auf die Emery gestoßen für 15,99 € und dann halt hier auf dieses Future Pack. Dieses Covermotiv ist hier übrigens auch auf dem wattierten Mediabook drauf, was noch ein 20-seitiges Booklet hat, aber sonst ein Bonusmaterial technisch auch nicht mehr zu bieten hat als diese abgespeckte Version. Und deswegen habe ich gedacht, okay, nehme ich das Ganze mal mit für den Preis. Kann sich das sicherlich sehen lassen. Es muss nicht immer ein Mediabook sein, vor allem wenn man dann den Film doch auch in der anständigen Veröffentlichung für den halben Preis bekommt. Dann kann man da durchaus mal zugreifen. Ja, und wir schauen uns das ganze Stück mal an. Der FSK-Flatschen, wie ihr seht, natürlich auf der Folie drauf. Natürlich auch wieder sehr löblich. Und ja, ist jetzt mein drittes Future Pack von Inkit Pictures. Ich habe den Undertaker und auch Avengement in diesen Veröffentlichungen von Inkit Pictures. Ja, man meckert natürlich immer wieder über dieses Label. Aber bei diesen beiden Filmen habe ich dann mal eine Ausnahme gemacht und mir gedacht, okay, gut, die kann man sich dann durchaus mal in die Sammlung holen. Hinten haben wir natürlich den Flyer drauf, der ist natürlich wieder mal festgeklebt. Und die Handlung selber, ja, es geht hier um den Sergeant Brown, der führt einen Track an mit 7 Schwerverbrechern. Ja, das Ganze spielt im Jahre 1892. Und die finden dann plötzlich heraus, dass in ihren Ketten Gold eingearbeitet ist. Und ja, dann fängt der Todesmarsch der Bestien im wahrsten Sinne des Wortes an. Ja, und das hat mich dann doch sehr interessiert und wie ihr seht, limitiert auf 1000 Exemplare. Die Emery ist auf, glaube ich, auch 1000 Exemplare limitiert. Und ja, Bonusmaterial gibt es hier nicht wirklich viel, aber immerhin ein Film, den man mal auch jetzt so im normalen Handel findet. Und wir schauen auf jeden Fall mal drauf und haben dann natürlich dann dieses Motiv hier und hier unten. Eine Delle ist es eigentlich nicht. Weiß ich nicht, es sieht aus wie eine Delle, aber es fühlt sich nicht so an. Und dann haben wir hier ein weiteres Motiv, das auch auf einen der Mediabooks drauf ist. Und wenn wir das Ganze aufklappen, dann geht natürlich der Filmtitel weg. Und wir haben dann hier dieses durchgehende Motiv. Ja, ihr hört schon das Blech. Aber ich finde es an sich eigentlich ganz gut verarbeitet. Die Motive finde ich auch ganz stylisch. Also hier, ja, da sehen wir schon mal, was uns so erwartet. Also der Filmtitel selber hier dürfte auf jeden Fall nicht enttäuschen. Was natürlich enttäuscht, und das ist bei Inkit Pictures, bei den ganzen Future Packs, ja, die ich auch in der Sammlung habe, leider so, es gibt keinen Innendruck. Ich weiß nicht, warum hier kein Innendruck gemacht wird. Dafür haben wir natürlich die Disc, die ohne FSK-Logo daherkommt, ja, aber auch mit einem sehr, sehr schönen gezeichneten Motiv. Das finde ich auch sehr ansprechend, aber das Innere ist halt leider, ja, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen schwach an der Stelle, ja, vor allem für 18 €, da kann man ruhig mal einen Innendruck reinkommen machen, da kann man ein 10-Bild oder was auch immer reinmachen, weil das Äußere ist wirklich nicht verkehrt. Und hier auch, hier spiegelt es auch so ganz leicht, ich hätte mal auch das Gefühl, dass da eine Delle ist, aber es ist keine Delle. Komisch, komisch, vielleicht ist da beim Druck irgendwas schief gegangen, aber ich muss sagen, ich finde es so an sich ganz hübsch, ist natürlich recht Fingerdruckempfindlich. Ja, und was ich noch zu dem Film sagen kann, ist, dass hier auch noch der gute Dan Van Hoosen
eine Rolle hat. Ja, der ist natürlich, den kennt man aus Olaf Wittenbachs Chain Reaction oder Salome Kitty oder auch aus bekannteren großen Hollywood-Produktionen, aber auch diversen italienischen Western. Der ist ja leider schon im Mai 2020 in England verstorben an den Folgen von der Covid-19-Erkrankung. Aber das ist auf jeden Fall ein Gesicht, was ich doch sehr gerne sehe. Ja, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie groß seine Rolle hier eigentlich in diesem Film ausfällt. Ich muss sagen, vom Äußeren finde ich das Ding eigentlich solide aufgemacht. Auch von den Motiven her kann man eigentlich nicht meckern. Ja, macht auf jeden Fall sehr innen leider hui, muss ich sagen. Bonusmaterial gibt es halt großartig nichts. Aber man kann froh sein, dass es dieser Film jetzt auch mal regulär in den normalen deutschen Handel geschafft hat. Und das mag doch schon einiges heißen an dieser Stelle. Von mir bekommt das Futurepack auf jeden Fall ganz nette 3 von 5 Punkte. Mehr kann ich leider nicht dafür geben. Ich bin auf jeden Fall auf den Film gespannt, wie martialisch, wie nihilistig dieser Film denn sein soll. Ja, denn immerhin hat der Regisseur, der damals versucht, einen der blutigsten und grausamsten Italo-Western, obwohl es das Ganze eine spanische Produktion ist, auf die Beine zu stellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ihr könnt natürlich in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr die Futurepack-Veröffentlichung hier so findet, ob ihr den Film kennt und wie ihr ihn denn so findet. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Könnt ihr natürlich unten in die Kommentare reinhauen. Bitte nicht drüber marschieren und wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zu einer weiteren Produktvorstellung bzw. Unboxing-Video oder zu irgendeinem anderen Video hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.